Ja, schon wieder Samstag. Ja, ganze Woche gearbeitet. Und heute haben wir hier minus 4 Grad am Außenthermometer. Nacht war auch richtig schweinekalt. Ja. Naja. Also so viel zum Wetterbericht. Buddeln machen wir heute nichts. Nee, der Boden ist jetzt steinhart, da ist nichts mehr. Genau. Ja, und mal gucken, was wir heute machen. Wir haben ja drin noch einiges zum Abreißen und jetzt haben wir gerade, sind wir gerade mal ringsrum gegangen und haben mal eine so grob eine Planung gemacht, wie wir jetzt den Garten halt auch machen wollen. Und was wir dafür noch alles wegreißen und neu bauen müssen. Und, oh ja. Naja, eigentlich sind wir jetzt gerade rumgegangen und haben mal ausgemessen, wir haben ja noch einige Rollen Zaun. Ja, dass wir wissen, wie viel Zaun wir noch dazu holen müssen. Genau. Von dem Maschendrahtzaun. Und vor allem stellt sich da natürlich auch die Frage, an welche Markierung halten wir uns? Da ist halt so ein riesengroßer Grenzstein eigentlich, aber der ist 1 Meter von unserer Zaunecke entfernt. Ja. Das müssen wir erstmal rausfinden, wo jetzt eigentlich die richtige Ecke von unserem Grundstück ist. Denn noch so 1 Meter dazu wäre jetzt auch nicht so schlimm, ne? Ja, naja, genau. Ja, da machen wir auf jeden Fall. Es gibt ja den netten Brandenburg-Flur, da kann man ja wirklich das Flurstück komplett ausmessen. Da sind ja auch alle Wegpunkte, wie heißen die? Grenzpunkte, ja. Auch gesetzt. Und da kann man dann schön von Markierung zu Markierung setzen, haben ein ganz langes Bandmaß und dann wird einfach mal gemessen, ja. Geguckt, wo sind die Punkte. Und wenn wir jetzt schon anfangen, irgendwelche Pfeiler einzubetonieren, dann soll es dann. Genau, soll es auch bitte an der richtigen Stelle sein. Ja, und halt, dann haben wir nämlich auch endlich hinten diese einen Zaun, der so kaputt ist, ja. Den auch mal zu, weil da ist ja letztens auch der Einbrecher durchgewandert. Und das werden wir jetzt demnächst auch in Angriff nehmen. Also da steckt bloß Baustahl drin und da ist ein Maschendrahtzaun reingewebt. Ja, ja, das ist... Lass uns mal anfangen. So, der letzte Akt vom Rausstemmen geschafft. So, jetzt müssen bloß noch die Träger raus. Jetzt wird es aber schon dunkel langsam wieder. Wir werden dann langsam mal fahren. Da unten ist auch noch eine wahrscheinlich alte Kohleschütte oder irgendwas. Und das haben sie provisorisch von außen zugemauert. Da werde ich mal von innen das alles noch ordentlich reinmauern. Der Sturz sieht noch gut aus darüber. Also einfach nur zumauern, verfüllen dahinter ordentlich. Und dann, das kommt aber erst, wenn hier die Träger raus sind. Naja, war ein netter Akt. Wie gesagt, die Träger werde ich dann wohl zerschneiden, weil der hier war ein ganz schöner wuchtig und halt verkeilt hinten drinne. Und dann kapp ich die alle da hinten, unterstütze die kurz und dann werden dem da großen Flex durchgeschnitten. Und dann kann ich die in 2 Teilen rausnehmen und dann oder einzeln rausnehmen und dann kann ich gemütlich hinten den letzten Rest rausstemmen. Naja, mal gucken, was ich mit den dicken Trägern noch mache. Sind ja nette Eisenbahnschienen, alte. Guter Stahl. Vielleicht mal, da mache ich da ein paar Messer draus. So, ich habe mal ein bisschen Licht hier in den Stein reingemacht, oder in den Holzschuppen. Und dann könnt ihr mal das ganze Elend hier sehen. Denn hier ist noch alles voll mit Zeug. Also den Schrank haben wir schon mal aussortiert. Da haben wir das ganze Werkzeug und alles, was da drin war, schon mal hier reingemacht. Aber hier ist noch ein alter Nistkasten und noch eine alte Säge und alles mögliche andere Zeug. Und das werde ich jetzt mal weiter wegräumen. Mal gucken, was für eklige Sachen dazwischen zu finden sind. Thank you.
Hallo Leute. Ja, heute geht's mal weiter hier oben am Dachboden. Ich habe hier noch die ganzen restlichen Wände ringsrum jetzt erstmal freigemacht. Für die Decke oben muss ich mir mal Mundschutz noch mitbringen und da liegt lauter Dreck drauf und auf den Platten. Und dann Brille, Mundschutz, das staubt ganz schön. Ja, beim Abmachen sind da hinten schon mal ein, zwei Steine rausgefallen. Da muss ich sowieso ein bisschen aufmachen, weil da hinten nämlich am Dach ein paar Ziegel runter sind und da muss ich irgendwie rankommen und das wäre natürlich dann super, da gleich an der Ecke zu sein. Und ja, dann gucke ich mal. Ich mache mal die Steine raus. Lose sind sie sowieso. Dann haben wir ein bisschen mehr Licht hier drin. Mal gucken, was der Durchgang hier drüben sagt. Vielleicht nehme ich den auch gleich noch mit weg. Naja, ran ans Werk. Jetzt haben wir hier das kleine Regal von ganz oben, wo ich die ganzen Einmachgläser vor über einem halben Jahr, glaube ich, rausgeholt habe. Hier in unseren Stall-Abstellraum, wo ich hier auch die ganzen Werkzeuge gestern reingeräumt habe. Da steht jetzt das kleine Regal und das ist auch echt noch gut intakt. Also hätte ich gar nicht gedacht, ein paar Wurmlöcher drin sind drin, aber ansonsten ist es ganz gut noch intakt. Heb doch mal den Eimer hoch. Mensch, Uwe war aber fleißig. Wow, cool. So ein bisschen Abfall hast du ja auch hingeschmissen. Sehr schön. Na ja. Du musst ein bisschen ins Licht, sonst sieht man dich gar nicht. Hier oben ist zappenlos da. Gut, dass wir dieses Einfenster haben. Ja. Man sieht dich nicht. Nee. Gehen wir mal zurück, dann steht die Kamera wieder scharf. Ja. Okay. Willst du mir irgendwas sagen? Nö. Du stellst dich so hin, als ob du. Das war ein bisschen Brennholz für unseren Ofen zu Hause haben. Ja. Jetzt verschwimmt er ganz doll. Hier sind wir. Nee. Die Linse beschlägt. Jetzt hat er uns wieder.